Herzlich willkommen zu einem zweiten Solo-Projekt, dieses Mal nicht von Tim, sondern von mir, dem Pascal, dem Passi77 als Gamertag auch. Und ich spiele Euro Truck Simulator 2. Ich bin jetzt hier schon im Fenster fürs neue Profil, weil ich euch komplett mitnehmen möchte, wie ich alles einstelle. Und dann starten wir mal durch. Als Bild nehme ich immer den hier unten rechts. Der sieht ganz vernünftig aus und mir sogar noch eigentlich recht ähnlich. Als bevorzugtes LKW-Design habe ich mir überlegt, ich bin zwar eigentlich so auf der ein wunderbarer Scania-Liebhaber, aber zur Abwechslung nehme ich auch gerne andere LKW-Modelle und dieses Mal werde ich mich für den alten Volvo FH entscheiden. Als Firmenlogo finde ich eigentlich die Europakarte immer am schönsten. Deswegen wird die hier auch gewählt. Als Firmenname natürlich TP Group. Sprache Deutsch, Spielmodul wird so bleiben, auch wenn ich jetzt gleich noch meine Karte hinzufüge. Denn ich spiele nicht auf der normalen Standard-Map, sondern ich werde die Pro-Mods-Map in Kombination mit der Russland-Map spielen. Dementsprechend muss ich das jetzt hier im Mod-Manager erst einmal einstellen. Für all die, die die Pro-Mods-Map noch nicht kennen, eine wunderbare, detaillierte neue Map. Man wird gleich noch sehen, wie schön sie gemacht ist. Also meiner Meinung nach ist das wirklich die beste Map, die es für Euro Truck Simulator jemals gegeben hat. Und ich habe schon ein paar verschiedene Maps ausgetestet. So, bevor wir jetzt hier aber zu viel Zeit verlieren, werde ich jetzt das Ganze erstmal hier einfügen. Es gibt nämlich, wenn man die Russland-Map runterlädt, eine Textdatei dazu, in dem eine Empfehlung ausgesprochen wird, wie die einzelnen Mod-Dateien, in welcher Reihenfolge diese am besten anzuordnen ist, damit die Map einfach vernünftig funktioniert. Dann kommt Definition. Dann kommt das, dann das und dann das. Und nicht zu vergessen noch die Road Connection. So, damit sind wir da fertig. Ich habe hier noch ein paar andere Mods in der Liste, aber die werde ich jetzt hier erstmal getrost rausnehmen. Ich werde nach und nach weitere Mods hinzufügen und diese auch dann vorstellen. Aber erstmal reicht das fürs Erste. So. In der ersten Folge ganz speziell bin ich nicht alleine, sondern mein Kollege ist mir über Funk zugeschaltet, der sich jetzt auch recht herzlich, der euch jetzt auch mal gerne recht herzlich begrüßen darf. Hallo. Sehr spartanisch. Ja, was soll So. ich denn sagen? Wenn wir jetzt im Ach Schiff wären, würde ich Ahoi sagen, aber was sagt man denn im so. LKW? Keine Halleluja! Ahnung. Vielleicht. So, damit haben wir die Map hinzugefügt und gehen auf Erstellen. Und da meldet sich direkt wieder die wunderbare Menümusik, die mir sowas von auf den Keks geht, aber das ist nur meine Meinung. So, ich spiele mit dem Lenkrad, mit dem Logitech G27, um genau zu sein. Dementsprechend werde ich auch die Haarschaltung mit einbeziehen. Bei der Anordnung der Gänge gehe ich immer auf Range, damit ich jeden einzelnen Gang direkt hintereinander ansteuern kann. Und bei schwierigen Situationen auch wirklich jedes Mal in den perfekten Gang schalten kann, um ordentliche Beschleunigung zu erzielen. So, fertigstellen.
Und jetzt heißt es warten. Die Ladezeiten erstrecken sich manchmal echt bis ins Unermessliche, weil dieser Mod dann doch etwas größer ist. Die Musik ist so laut, ich muss die gleich echt erstmal ausschalten wieder. Es kann sein, dass ihr das, was ich sage, nicht ganz so hört durch die Überlagerung der Spielmusik. Ja, lässt sich gucken. Ich hoffe nur, es ist nicht in der Aufnahme so, weil wenn doch, dann haben wir hier wunderschöne Bruchstücke, die man von dir hört. Ja, naja, zur Not muss ich dann... Also wenn ihr es gut hört, dann... Ja, wenn ihr es hört, ist alles gut gegangen. Wenn nicht, dann muss ich leider einen kleinen Cut setzen. Dann geht's nicht anders. Weil das würde jedes Mal wieder auftauchen. Wahrscheinlich. Leichtes Aufstoßen. Hier sind wir jetzt in der Auswahl und hier kann man schon mal so eine hier kann man einfach noch mal so die erste Größe ein bisschen erahnen. Ich nehme als Start nämlich Duisburg, weil es von den deutschen Städten her eigentlich recht zentral in Europa liegt. Das Tutorial selber gehe ich nicht durch. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel starte. Schon sitzen wir das erste Mal in diesem wunderschönen LKW. Aber bevor wir losfahren, muss ich noch ein bisschen was einstellen. Ob ich euch dahin mitnehme oder ob ich das doch rausschneide, weil es dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Zeit wird, werdet ihr sehen. Eventuell bis gleich. Erstmal die Musik ausschalten. So, und schon in die Optionen gehen hier. Erstmal unter Gameplay. Stärke der Bremsen ein bisschen höher stellen. Auflegerstabilität komplett hochstellen. Außerdem für Erfahrene immer wieder schön. Automatischer Retarder immer gut. Zündung und Motorstart muss nicht sein. Hört man mich wieder? Ich höre dich, ja. Ja, ich habe dich nämlich gerade die ganze Zeit nicht gehört. Ja, das wird sich dann in der Aufnahme dann zeigen. Realistischer Tankverbrauch und Druckluftsystem. Ich habe dich nämlich bruchstückhaft nur. So, ne? Rotation, Lenkungskamera. Gehört und das war jetzt nicht ganz so. Normal. Es lag aber an meiner Peripherie. So.
Sprache Deutsch und der Rest ist in Ordnung. Dann kommen wir zu den Tasten und Knöpfen. Gucken wir mal rein. Das kommt hier hin. So, für den Zuschauer nebenbei eine kleine Randbemerkung. Woran man erkennt, dass du das Tutorial nicht mehr spielen musst, ist daran, dass bei Steam so um die 970 Stunden insgesamt bei ihm aufs Konto gehen. Ja, es ist mit Abstand das Spiel, was ich am meisten Und gespielt ich habe. möchte nur ganz kurz sagen, 33,3 Stunden in den letzten 2 Wochen und vor der Zeit, bevor es gab eine Zeit für die jüngeren Spieler dieses Spiels. Es gab mal eine Zeit, da war Eurotruck noch nicht in Steam drin. Da hat er es auch schon gespielt. Also ich gehe mal davon aus, Freischaltmischer, dass du locker so 1300 Stunden schon im Tempomat. Plus hast. So und so. Oh, nee, das bleibt so. Die Ganz geschweige denn von German Truck Tempomat-Wiederaufnahme. und Eurotruck 1. Und 18 Wheels of Steel. Anzeigen, nee, das brauche ich nicht. Das packen wir hier drauf. Ah, nee, nicht das. Ich wollte das hier da drauf setzen, genau. Modi des. So, die Menüsteuerung will ich nicht. Ich möchte nächste Seite, da stecke ich hier drauf. Die Innenansicht kommt auf linke Maustaste. Die Fensterperspektive kommt auf die rechte Maustaste. Hast du es über die Maustasten? Ja, und zwar aus dem Grund, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich. Wenn ich dann am Rangieren bin, schalte ich auch gerne mal, wenn ich das halt eben sehen kann, also wenn die Einpack mit der Parkplatz dann links von meinem LKW ist, schalte ich auf die Fensterperspektive und kann dann mit der Maus noch die Kamera ein bisschen umstellen. Das ist der Grund. So, Innenansicht links noch mit bei. Aktivieren und Anleger auf. Ankoppeln, aufkoppeln. So, und das müsste es eigentlich gewesen sein. So, damit ist das fertig. Und wir können losfahren. So, falls ich rausgeschnitten habe, ein herzliches Willkommen zurück. Ich denke aber schon, dass du rausgeschnitten hast. Ja, allein schon wegen Weil der du hast Zeit. Fracht und dann wollen sie nicht. Na, aber eins muss ich noch umschalten, das habe ich jetzt einstellen, das habe ich jetzt vergessen. Und zwar muss ich noch einstellen, dass ich bitte gerne den Getriebeumschalter 1, nee, nicht da drauf, verdammt, hier drauf stellen möchte, weil den brauche ich, weil sonst kann ich nämlich nicht alle Gänge benutzen. Nun los geht die wilde Fahrt. Welches Gangsystem? Ich nehme das Range-Gangsystem. Ja, ich nehme das Ich nehme am Range-Gangsystem. liebsten das 6-Gang mit. Also ja, hier ist jetzt, ich nehme generell das 12-Gang-Getriebe immer. Dementsprechend habe ich auch das Range, damit ich einfach viele Gänge habe, die in allen Situationen einsatzfähig sind. Noch was, was ich schon wieder vergessen habe. Mein Gott. Tasten und Knöpfe. Wo haben wir dich? Für den Was war die? aufmerksamen Zuschauer zu Hause, es wird hier mit Lenkrad gespielt. Das habe ich auch schon gesagt. Okay. Hast du denn auch gesagt, Ansichtskanal. genau mit welchem? Habe ich auch gesagt. Aber müsstest du wirklich noch gehört haben? Nein, da habe ich dich nicht mehr gehört. Ich Okay. habe dich eine ganze Zeit lang nicht gehört. So, wohin müssen wir denn? Wir müssen nach Düsseldorf. Oh ja, Düsseldorf ist schön. Düsseldorf ist schön. Guck mal, manchmal, wenn ich hier in Duisburg angefangen habe, direkt erstmal ins Ausland. Jetzt fällt mir aber auch ein, ich habe einen Mod vergessen hinzuzufügen, der kommt dann in der nächsten Folge, kommt der mit dazu. Unten ist so die Statusleiste. Richtig, ich habe vergessen, den Route Advisor nach unten zu setzen. Das wird aber dann noch kommen. Leider ist aber schon wieder die Tonprobleme, aber ich glaube, es liegt an mir. Also hier in den Innenstädten selber sieht man jetzt noch nicht allzu viel von der Neugestaltung der Map, gerade hier in Duisburg.
Und also gerade in diesen Standardstädten, die von der Standardmap her schon kommen, sieht man jetzt nicht allzu viele große Veränderungen. Jetzt ist das leider aber auch blöd, dass wir jetzt nur nach Düsseldorf fahren. Weil da wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu viele Neuerungen sehen. Doch, klar, sicher, wir fahren jetzt gleich sogar auf die Autobahn. Die Landstraße ist ja dicht. Gut, dann sehen wir gleich noch ein bisschen was. Oh. Ja, das sollte man, aber selbst wenn ihr es heute nicht seht, es ist ja nicht die letzte Folge. Genau, es ist ja die erste und da werden noch Eben, und viele, viele Folgen. meistens ist es ja tatsächlich so, dass nach einer ersten eine zweite kommt. Deswegen dürft ihr euch auch schon bald wieder über eine neue Folge von World of Warships freuen. Haben noch ein bisschen Eigenwerbung hier gemacht, Selbstverständlich. oder? Na, lass ich mal so durchgehen, weil es auch auf unserem Kanal läuft. Das ist Ich wollte gerade sagen, ich meine, die Eigenwerbung kommt dir doch auch zugute. Und natürlich muss man natürlich auch mal sagen, bald kommt auch wieder eine neue Folge Grand Theft Auto Online. die KI hier, dieser Map, die ist echt. Könnte man noch, die könnte man, glaube ich, ein bisschen überarbeiten. Das ist wirklich so das Einzige, was einem hier so negativ bei der Map auffällt, dass an einigen Stellen die KI meint, sie wäre hier irgendwie der Boss. Tja, ist ein bisschen anders als in der Wirklichkeit, ne? Ja. In Wirklichkeit meinen die Und wer die, wer die LKW-Fahrer Standard teilweise zu mir. und wer die Ja, das und wer ist die Standard-Map kennt, der kann vielleicht jetzt schon sehen, die Verkehrsschilder hier auf der Autobahn, die sehen ein bisschen anders aus. Und das stimmt. Sie sind hier definitiv realistischer dargestellt, was ich absolut genial finde, dass man einfach nicht irgendwie hier die Standardsachen nimmt und blindlings drauf los, sondern dass man wirklich auch neue Objekte erstellt und die hinzufügt. Und auch hier das Autobahnkreuz, wo wir jetzt gerade abfahren. Schade, dass wir jetzt hier nach rechts abfahren und nicht auf der 46 in die andere Richtung fahren. Jetzt könnte man sich das Kreuz ein bisschen besser angucken. Aber die Autobahnkreuze und Autobahndreiecke sind hier auch realistischer dargestellt und in einer absoluten grandiosen Vielfalt auch vorhanden. Was wunderbar ist. So leichte Soundprobleme. Ich gucke mal, ob ich das noch kurz in den Griff kriege. Ja, die Audio. Sonnenblumen kommen nicht bei mir, glaube ich, auch an. Ja, ich habe so ein bisschen gekrisselt drin, weißt Ja, genau das. Und du? Ja. das ist aber bei mir auch unheimlich abgehackt. Also ich habe zum Beispiel vom letzten Satz nicht ein Wort verstanden. So, jetzt ist das Gekrissel zumindest beim Beschleunigen schon mal ein bisschen minimiert worden. Gucken, ob das zur Not muss ich das noch ein bisschen runterstellen. Ich werde da noch ein paar Feintunings machen. Und wie ihr wisst, mit dem Sound haben wir so unsere Probleme. Ja, sowieso. Auch für den aktiven Zuschauer, der vom letzten GTA-Video kam, es ist zwar auch eingeblendet worden, aber es gibt leider nur die eine Sicht. Es gibt bei Pascal so das Problem, dass wir da mit dem Aufnahmeprogramm, was wir verwenden, bei ihm wirklich ganz, 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 ganz starke Probleme bei GTA haben. Ja. Da Aber ich wollen bin wir mal gespannt. uns. Ich habe ja jetzt, ich hab ja jetzt noch mal ein bisschen in den Einstellungen heute rumgespielt. So, Ja, einfach ich bin mal. auch ehrlich gesagt gar nicht so begeistert von der Auflösung jetzt gewesen. Ja, was ist denn los mit dir da drüben? Willst du nicht? Ja, komm, fahr. Fahr, bevor ich es tue. So, zu spät. Aber also, was ich Ja. etwas interessant finde tatsächlich, dass du nur 26 von 41 Errungenschaften gemacht hast. Ja, mit den Errungenschaften habe ich es hier nicht so. Ja, weißt du, bei 970 insgesamt Spielstunden. Ja, das kommt aber auch. Jetzt habe ich vergessen, das Getriebe umzuschalten. Das kommt bei mir aber auch daher, dass ich sehr, sehr viel über dieselben Routen gefahren bin, weißt Ja, du? Und wenn du richtig. immer wieder dieselbe Route fährst, dann machst du keine Errungenschaften mehr. Kannst du vielleicht irgendwelche Kilometer-Errungenschaften noch machen oder so, wenn es da noch was gibt, aber.
So, dann sind wir auch schon. Oh, interessant, ich werde hier angezeigt als zuletzt online vor 51 Minuten. Dann sind wir auch schon da. Dann muss ich jetzt nur noch gucken, ob ich das Ding hier richtig reingezirkelt kriege. Hoppala. Hab ich das? Hab ich das? Moment, für den richtig alten Zuschauer aus dem Jahre 2011 wird das Einparken allerdings nicht so schön erklärt werden. Gut, dann machen wir beim nächsten auch besser. So. Damit sind wir mit dem ersten fertig. So, dann noch die circa EPs 20 verteilt. Minuten. Da bin ich auch gerade bei. Ich wollte es jetzt nicht so gesagt haben. Und ich glaube, dass das sogar als erste Folge reichen wird. Dementsprechend, wir gucken uns jetzt hier noch an, wie die wie meine erste Garage hier geladen wird. Ein wunderbares kleines. Ja, es sieht so aus. Es hat ja irgendwie so ein bisschen was von einem Schuhkarton aus Welblich, ne? Irgendwie sowas. Ja. Ja gut, aber... Aller Anfang ist schwer. Richtig. Das ist bei uns irgendwie, glaube ich, auch so. Aber, so, jetzt hat ihr ihn auch geladen. So, dann sind wir wieder im Menü. Ich würde mal sagen, das war's wirklich fürs Erste. Ich glaube, das sollte wirklich gereicht haben. War mir eine Ehre, dein Gast heute zu sein. Ja, so für die Zeit. Mal gucken, wir werden das garantiert nochmal wiederholen, dass du mit dabei bist. Genauso wie ich dann wahrscheinlich irgendwann auch mal bei ihm im Singleplayer-Projekt. Solo-Projekt. Wie auch immer. Nee, Single-Projekt, ja. Okay, wie auch immer. Dabei sein werde. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Besucht unsere Facebook-Seite. Falls ihr neu dabei seid, lasst doch gerne ein Abo da. Der Link zur Facebook-Seite wird sicherlich unten drin stehen. Ja. Zur Not auch bei uns auf dem Kanal. Einfach oben rechts in der Ecke. Auf das Facebook-Symbol. Neben Google Plus. Und bei Google Plus könnt ihr uns auch folgen, liken, wie man das da auch immer nennt. Aber da, ja gut. Aber da werden wir jetzt nicht so aktiv sein. Aber da wird es automatisch gemacht. Doch. Ich mache da immer den Haken beim auf Google Plus zahlen. Ja, aber wir werden da nichts Außerplanmäßiges irgendwie posten. Ja, so. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat, ja, lasst doch einen Kommentar da. Schreibt uns einfach, wie ihr es fandet, wie ihr es findet. Vielleicht auch. Mod-Vorschläge vielleicht auch, genau, was ihr gerne sehen wollt. Ja. Ja, ich werd, vielleicht habt ihr auch gute Tipps von Mods, die vielleicht gar nicht so bekannt sind. Genau, falls ihr irgendwas habt, was sein könnten. Genau, was ich mir mal angucken soll, was auch vielleicht nicht schlecht wäre, mit einzubeziehen. Schreibt es unten in die Kommentare. Und ich werde mir das durchlesen, ich werde mir die Mods angucken und vielleicht sind sie dann auch mit im Spiel. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das guckt. Ja gut, das vielleicht jetzt nicht, dafür sind wir ein bisschen früh. Vielleicht guckt es ja gerade jemand zu Silvester an, das darf man nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge. Tschö.